Assalamu alaikum und hallo, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ich mache heute Brownies, aber die nicht die Norm, also die mit sehr viel Kalorien. Nein, es gibt's. Mein Mann ruft an. Da bin ich wieder. Wie gesagt, heute gibt es leckere Brownies, die gesunden Brownies, und die sind richtig lecker, glaubt mir. Ihr braucht ein Esslöffel Backpulver. Ich schreibe euch auch noch die genauen Mengenangaben in die Infobox. 120 Gramm Zartbitterschokolade. Dann braucht ihr 80 Gramm von den Exilit. Das ist so eine Art Zuckerstoff, also nicht kein Süßstoff, sondern ne, 80 Gramm davon. Eigentlich müsstet ihr Mandelmehl nehmen, aber es ist sehr schwer, Mandelmehl zu bekommen. Ich nehme dafür, ich habe schon mal probiert, gebacken, Kokosmehl. Und Kokosmehl ist auch richtig lecker. Das schmeckt richtig gut. Wie gesagt, es ist richtig gesund. Davon braucht ihr 50 Gramm Kokosmehl, wie gesagt. Dann braucht ihr eine Prise Salz. 4 Eier. Und das alle auch so. Und Haselnüsse gemacht. Also gehackte Haselnüsse. Die werde ich nachher auch noch vorbereiten. Und Speisequark. So. Magerstufe 20%. Das ist sehr wichtig. Und das ist für die Creme. Ja. Und was nicht fehlen darf, die tiefgefrorenes Obst. Zeige ich euch alles nachher. Super. Gut. Dann fange ich mal an. Und wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht. Das schmeckt echt gut. Ich habe das ein bisschen anders gemacht, als wie ich eigentlich machen wollte. Aber diesmal mache ich das so, wie ich das vorhatte. Ihr schlagt erstmal die Eier auf. Und es sind auch sehr wenig Kalorien. Es sind nur 243 Kalorien in diesen in den Brownies. Wie gesagt, sehr gesund. Und schmeckt echt lecker. Und wenn es klappt, werde ich auch noch Brötchen machen. Aber ich weiß es noch nicht genau. Weil eigentlich wollte ich mit meinem Mann zum Flughafen. Okay. Jetzt habe ich die 4 Eier aufgeschlagen. So. Und jetzt mache ich die, schlage erstmal die Eier auf. Ne, sieht man nicht. Wartet. Ach, es ist immer so. So. Bisschen könnt ihr sehen. Wie gesagt, jetzt gebe ich das Salz dazu, so ein bisschen eine Prise Salz. Reicht. Und die Zartbitterschokolade, die macht ihr in einem Wasserbad. Müsst ihr die auch schmelzen lassen, ne? Im Wasserbad.
Ich zeige euch das nahe genau, wie man das macht. So, jetzt gebe ich dazu das Kokosmehl. Wie gesagt, das ist richtig lecker. Glaubt mir. Und ein Teelöffel Backpulver. Ach ja, und ihr braucht noch Proteinpulver. Zwar nimmt man dafür Vanille, aber es schmeckt auch dieser Proteinpulver, also dieser Pulver von Fit Feel Good in Schokolade. Das schmeckt richtig lecker. Wie gesagt, ich habe es schon mal gemacht und das schmeckt echt super. Davon benötigt ihr, das ist aber für nicht, wartet. Das ist aber für die Masse, für die Creme. Ne? Das macht ihr nicht in den Teig. In den Teig kommt nur die Eier, die Butter und eben das Exilit und die Zartbitterschokolade. Wie gesagt. Alles nicht so einfach. Davon nehmt ihr aber 80 Gramm. Ne? Und das schlägt jetzt alles nochmal, ne? Die Butter macht ihr auch gleich rein. Jetzt habe ich die Schokolade schon also im Wasserbad schmelzen lassen. Ne? Und dann die mache ich jetzt, also verteile ich jetzt in der Masse, Brownie-Masse.
voll lecker. Also das kann man so essen, ehrlich. Übertrieben, echt lecker. Gut. Ich zeige euch gleich die Masse, wie das denn aussieht. Voll echt. Das kann man echt so essen. Weil es eigentlich alles gesund, was da drin ist. Bräuchtet ihr eine Form für Brownies? Ich habe leider keine Form, eine Brownie-Form, aber dafür nehme ich eine Kuchenform, das geht auch. Denn das wird ja zwar rund, aber ist auch egal. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich auch, wie die Masse aussieht. Wie gesagt, es ist echt, ich übertreibe nicht, das schmeckt echt gut. Den Ofen habe ich auch schon wieder angeheizt auf 220 und auf 180 muss er auf Unter- und Oberhitze. Die gehackten Nüsse sind auch hier drin. Ne? Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Infobox mit rein und auch wie viel Kalorien und wenn ihr das gerne wissen wollt, da schreibe ich euch alles mit rein. Auch die Creme, die dann darauf kommt, die kommt aber erst am Schluss drauf. Ist auch der Hammer. Wir leben gesund, gesund, wir leben gesund. Kein Zucker, kein gar nichts, alles gesund. Und mein Mann isst sowieso, mag nicht gerne Zucker, er nimmt ja alles. Mit Honig, also jetzt Tee, Honig, Kaffee. Und hier ist eben gar kein Zucker drin, nur so ein Ersatzzucker. Und in der Creme eben nur dieses, der Shake, ne, das Pulver. Ach so, ihr müsst noch die einfetten, habe ich ganz vergessen. Das könnt ihr noch einfetten, damit das nicht fest bleibt. Ups, damit das nicht fest bleibt. Wartet. Ihr nochmal die Masse seht, also in rohem Zustand, so muss das dann aussehen. Okay, ich schiebe die jetzt rein. Der Ofen ist heiß. Für ungefähr 20 bis 25 Minuten, kommt drauf an. Auf Unter- und Oberhitze. Dann bis gleich. Jetzt bereite ich die Creme vor. Ich habe da schon da ist der Quark drin, wie ich euch schon gesagt habe. Die gefrorenen, also aufgetaute Obst und der 50 Gramm von den Schokoschick. Also Protein-Schokoschick, ne? So, die Masse ist jetzt fertig, die Creme. Zeige euch das mal gleich, wie die aussieht.
Und hier ist keine Süße drin, auch kein Zucker, kein gar nichts, nur eben das Obst, der Quark und dann eben der Shake, also das Protein Kakao, der Protein Kakao Shake. So sieht das aus, sieht die Masse aus. Auch voll, nicht süß, gar nichts, eben nur, wie ich schon gesagt habe, der Quark drinne, das Obst und dann das Proteinpulver. Ihr könnt auch was anderes nehmen, wenn ihr nicht so gesund leben wollt, aber das schmeckt voll lecker. Ja, da bin ich wieder und zwar jetzt ist der, ist echt lecker, es war ein bisschen niedrig. Aber ist nicht so schlimm, da ich ja leider keine Brownie-Form habe. Aber ihr könnt eine andere Form nehmen, ne? Die muss ich mir auch unbedingt besorgen. Jedenfalls ist der voll lecker und der schmeckt richtig gut. Ich zeige euch nachher das Endergebnis, wenn die Creme drauf ist. Dann bis gleich. So, das ist das Resultat. Sieht voll gut aus und schmeckt auch so. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, schreibe ich alles in die Infobox mit rein. Und dann bis später. Salam alaikum. So, wie ich ja gesagt habe, werde ich jetzt noch Brötchen backen. Und zwar mache ich Haferflockenbrötchen. Dafür mache ich jetzt erstmal Haferflocken, so ungefähr 200 bis 400 Gramm Haferflocken. Das mahle ich jetzt.
ihr kriegt aus dem Teig jetzt so ungefähr 6 Brötchen raus. Kommt drauf an, wie groß ihr die Brötchen haben wollt. Und dann wälzt ihr die nochmal so ein bisschen in Haferflocken. Braucht nicht alles so viel, macht es ein bisschen wieder ab. Und das macht ihr so lange, bis der Teig aufgebraucht wurde. Und das geht eigentlich auch ganz schnell. Also die Brötchen, also der Teig selber ist sehr, sehr schnell. So ungefähr so 10 Minuten ungefähr. Kommt drauf an, ne? Wie lange ihr dafür braucht. Ja. Auch die habe ich schon gemacht, wie gesagt, aber mit Körner. Diesmal mache ich die ohne. Könnt ihr gerne machen, aber ihr müsstet dann die Körner mahlen, damit die nicht zu hart, also damit das alles nicht zu körnig wird innen drinne. Ja, so 6 Brötchen habe ich jetzt, kriege ich da raus. Ich bin heute so auf einem gesunden Trip, kann man sagen. Also schön gesunde Sachen. Das ist voll lecker. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Kalorien das so hat, aber ich glaube so 120, vielleicht 100, 150. Vielleicht auch 200 Kalorien, aber jedenfalls nicht so viel, weil das ist eben nur, der Teig besteht ja nur aus Haferflocken und Eier, ne? Und dann eben den 20%igen Quark. Gut. Genau. So. Noch ein kreuzt ihr noch ein bisschen, also jetzt hier schneidet ihr noch ein bisschen ein. Ne? Gut. Und ich glaube, überall gibt es Haferflocken. Und Haferflocken sind sehr gesund, sehr viel Proteine drin. Gut. Okay, dann bis später. Ich zeige euch das Ergebnis nachher. Leute, ihr müsst den Ofen. Also ich habe die Brötchen jetzt auf der unteren Schiene gesetzt. Ihr könnt die auch auf der mittleren, kommt immer drauf an, was für ein Herd ihr habt und eben auf Unter- und Oberhitze. Wie gesagt, bis gleich. Die Brötchen sind voll, sind fertig. Ich habe ungefähr so eine Stunde ungefähr, halbe Stunde bis Stunde gebraucht. Es kommt immer darauf an, was für ein Herd ihr habt.
Die sehen voll gut aus und ich habe auch schon ein bisschen probiert, sind auch richtig lecker. Ich verlinke euch das alles in den, ja, ihr wisst schon, was kommt, fängt mir jetzt gerade nicht ein, rein, und dann könnt ihr ja gerne das alles nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr die Glocke noch nicht betätigt habt, dann könnt ihr auch gerne die Glocke betätigen. Denn bis zum nächsten Mal. Ach so, und wenn ihr noch gerne noch mehr Videos haben möchtet von der gesunden Ernährung, kommt drauf an, was, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denn bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye, bye.